Hi Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. In diesem Video möchte ich auf das Energiemanagement eingehen, was in Mobile Games zwar gang und gäbe ist, aber gerade für uns PS4 Gamer ist es doch ein ziemlich neues System, was es so in der Art eventuell noch nicht gibt. Natürlich kenne ich nicht jedes Spiel, aber ich gehe mal davon aus. Und von daher ist es eigentlich ganz interessant, da mal reinzublicken, dass ihr wisst, was euch in dem Spiel erwartet. Wenn ihr Interesse an weiteren Genshin Impact Videos, News und Informationen und Guides habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann flattern die neuesten Infos immer zu euch direkt, ohne dass ihr danach suchen müsst. Der Grund, warum ein vernünftiges Energiemanagement in solchen Games wichtig ist, ist einfach, weil das eine sehr begrenzte Ressource ist. Ihr bekommt sie über Zeit und wenn ihr sie vielleicht mal effektiv aufladen möchtet, müsst ihr dafür Echtgeldwährung benutzen und das kann natürlich dann wehtun. Von daher ist wirklich ein vernünftiges Management, kann über in Anführungszeichen Sieg oder Niederlage entscheiden. Und von daher ist es sehr wichtig, das ganze System drumherum zu verstehen. Also wann bekomme ich die Ressource, wie soll ich sie effektiv einsetzen, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Und darauf gehen wir halt jetzt ein. Und in Genshin Impact nennt sich die Energieressource halt Resin. Und ihr seht sie, wenn ihr auf der World Map seid, ist sie oben rechts in der Ecke. Von vornherein ist das Maximum auf 120 gecapped und darüber hinaus könnt ihr nicht mehr ansammeln. Das heißt, bei 120 bleibt es halt stehen und dann wird es nicht weiter refreshed. Weitere Informationen über Resin können wir ganz gut der Genshin Impact Wiki-Seite entnehmen, denn dort sind die wichtigsten Details nochmal aufgeführt. Und zwar oben nochmal beschrieben, dass es die Energieressource für Genshin Impact ist. Und genutzt wird es halt für die Leyline Blossoms, Abyssal Domains und bestimmte Bosse. Was es genau bedeutet, sehen wir ganz unten bei Using Resin in dem Bereich. Und zwar sehen wir da ja bei den Activities, welche das sind nochmal. Ne? Also genau kann ich jetzt halt nicht beschreiben. Das wäre natürlich sowas ähnliches sein wie Dungeons oder irgendwelche Prüfungen. Ab nächste Woche wissen wir ein bisschen mehr. Und das sind halt auch verschiedene Kosten, die halt dort auf euch zukommen, wenn ihr halt Resin benutzen wollt. Und zwar bei den ersten beiden müsst ihr halt 20 Resin aufbringen, um am Ende der Prüfung oder halt dieser Aktivität die Belohnungen zu bekommen. Denn in dem Satz darüber steht ja, you can complete activities without having any resin, aber ihr könnt sie halt da nicht sammeln. Ihr könnt durch einen Dungeon rennen, ihr könnt einen Boss legen, dann droppt eine Truhe, ihr könnt sie aber nicht öffnen, wenn ihr nicht genug Resin dabei habt. Und für die diversen Aktivitäten gibt es halt verschiedene Resin-Kosten, um am Ende an eure Belohnung zu kommen. Also das auf jeden Fall schon mal beachten. In dem oberen Bereich jetzt nochmal bei Replenishing Resin steht nochmal ganz genau die Rate, wie das Resin wiederhergestellt wird. Und zwar, ihr kriegt ein Resin alle 8 Minuten und das ist verdammt lang. Also ich kenne Games, da bekommt ihr eine Energie oder halt eine Ausdauer, wie das halt in anderen Games manchmal heißt, alle 3 Minuten zum Beispiel. Aber alle 8 ist schon echt heftig. Und das bedeutet, ich habe es mal ausgerechnet, damit ihr von 1 Resin auf 120 kommt, dauert das 16 Stunden. Spätestens jetzt sollte jedem eigentlich bewusst sein, warum diese Ressource so wichtig ist und warum wir lernen sollten, sie effektiv einzusetzen. Wenn wir nochmal auf das Cap gucken von 120 Resin, die wir maximal haben können, dann solltet ihr versuchen, niemals bei 120 zu sein. Und wenn ihr da seid, dann seid nicht lange bei 120, sondern erledigt sofort eine Aktivität. Als Beispiel, ihr seid auf der Arbeit, ihr kommt nach Hause, ihr macht das Game an, ihr seid auf 120, macht sofort irgendeine Aktivität, um von den 120 runterzukommen, denn in der Zeit, wo ihr dann spielt, lädt sich das Resin halt wieder auf. Das heißt, ihr verschenkt effektiv Resin, solange ihr bei 120 seid. Also passt da wirklich drauf auf. Das ist eigentlich so der wichtigste Tipp. Nicht bei 120 sein, immer ein bisschen was ausgeben und vor allem, wenn ihr wisst, ihr geht offline, so mache ich das immer, dann versuche ich mit 0 Energie aus einem Spiel rauszugehen, weil ich weiß, okay, jetzt werde ich eh ein paar Stunden nicht spielen und in der Zeit, wo ich nicht zocke, da kann die Energie doch am besten wieder aufladen. Es gibt dann ja noch die Möglichkeiten, aktiv solche Energie aufzuladen und da sehen wir jetzt mal bei Punkt 2, es gibt Fragile Resins. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Item, das kann man einmal benutzen und dann lädt das ganze 60 Resin auf. Das ist natürlich ziemlich cool und an der Stelle kann man sich natürlich jetzt fragen, wie komme ich an diese Items ran? Und es wird halt de facto so sein, dass wenn ihr euren Abenteuerrang steigert, dann könnt ihr euch bei einem NPC jedes Mal Belohnungen abholen für dieses Level-Up.
Und bei diesen Belohnungen sind halt genau diese Fragile Resins mit dabei, die ihr benutzen könnt, um euer Resin aufzuladen. Und also ich werde es wie folgt machen, das bleibt natürlich jedem selbst frei und überlassen, wie er es managen möchte, aber ich werde genau diese Items erstmal aufsparen. Ich werde sie so lange behalten und nicht benutzen, wie es auch nur geht, weil aus meiner Sicht ist es so, ihr wisst, dass es den Weltenrang gibt, der erhöht wird mit eurer Abenteuerstufe. Und je höher der Weltenrang, umso besser die Items, die ihr dann halt von Bossen und halt aus solchen Truhen bekommen könnt. Das heißt, wie cool ist es, wenn ihr vielleicht irgendwo an einem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, jetzt kann ich sogar 4-Sterne-Items oder 5-Sterne-Items sogar farmen und ihr habt einen Haufen von solchen Items, die euer Resin halt wieder aufladen können und dann ist plötzlich Wochenende und ihr wollt eine richtig lange Session starten und ihr habt voll viele von diesen Items und ihr könnt farmen und farmen und farmen und immer wieder diese Truhen öffnen, weil ihr halt genug von diesen Items habt, um das Resin wieder aufzufüllen. Ist für mich eigentlich ein ganz cooler Gedanke. Als dritte und letzte Option bleibt uns halt nur noch folgende, und zwar, dass wir sie mit kostbaren Primogems auffüllen und ihr seht, dass man das 6-mal am Tag machen kann und bei jedem Mal bekommt man 60 Resin dazu. Was halt erwähnt werden muss, und da sehen wir in der Tabelle, dass beim ersten Mal kostet es halt 50 Primogems und ab jedem weiteren Mal erhöht sich das Ganze. Also zweites und drittes Mal halt 100 Primogems, 150, und das will ich schon gar nicht mehr aussprechen, denn das klingt für mich schon sehr, sehr teuer. Also das ist für mich eigentlich wirklich der letzte Ausweg. Also wenn ich wirklich sage, okay, ich brauche jetzt unbedingt 60, weil ich für diese Woche den Boss noch irgendwie legen muss. Habt ihr ja gesehen, ganz unten die letzte Option, da braucht man 60 Resin für und ich muss es jetzt unbedingt abschließen. Dann würde ich es vielleicht im Notfall mal machen, aber das würde ich versuchen zu verhindern, denn Primogems, wie ihr wisst, ist die Echtgeldwährung und die ist halt erstens schwer zu erspielen im Spiel und zweitens, wenn ich sie mir selber gekauft habe für Echtgeld, dann würde ich theoretisch Geld ausgeben, um Resin aufzuladen, was ja auch über Zeit aufgeladen wird und und. Also, dass wenn ihr mit Primogems Resin auffüllen möchtet, dann würde ich es vielleicht einmal am Tag machen für 50. Es tut vielleicht nicht so weh. Alles Weitere würde ich versuchen zu verhindern. Ist es erstmal nur mein Gefühl, ohne jetzt wirklich zu wissen, wie viel Primogems man so im Spiel verdient im Verlauf der Dailies und so weiter. Habe ich noch kein Gefühl für, aber meine Vermutung ist, und das ist halt meistens so, dass sich das eigentlich nicht lohnt, so etwas öfters am Tag zu machen. Also, ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Einblick geben in das Energiemanagement in Genshin Impact, was Resin ist, wie man es im Idealfall verwendet, wie man mit den Items umgeht, wofür man das benutzt und ja, dass ihr euch jetzt besser vorbereitet fühlt, um nächste Woche euer Abenteuer starten zu können. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!